Herzlich willkommen bei Andreas Limbacher, Partner aus Karlsruhe. Ich habe da was für euch. Und zwar, was ich immer wieder sehe, was ich sehr oft sehe, ist ein krasses muskuläres Defizit. Wo? Genau, ihr fragt wo? Ich zeig's euch. Achtung, von der Seite. Das hier, kennt ihr das? Ich übertreibe es natürlich schamlos. Die sogenannte Brustkyphose, die sogenannte energetische Schonhaltung. Ich habe keinen Bock aufrecht zu stehen. Warum? Weil ich gerade Energie spare. Ich brauche gerade keine Energie. Wenn ich morgens am Schreibtisch sitze und keinen Bock zum Arbeiten habe, dann sitze ich so, ich übertreibe natürlich, dann sitze ich so dran, völlig energetisch am Arsch sozusagen, keine Lust. Hintergründe können viel sein. Nicht genügend gegessen zum Beispiel, nicht ausgeschlafen zum Beispiel, völlig überlastet, zu wenig Schlaf, zu wenig mentalen Stress, zu schlechte Ernährung. All das trägt dazu bei, dass ich hier im Energiesparmodus bin. Das seht ihr auch, indem die Hände nicht seitlich am Körper sind, sondern so leicht nach vorne rotiert. Das ist die, genau, die Schreibtischhaltung, die entspannte, coole Haltung. Nee, Spaß beiseite, ihr kennt es, kennt ihr viele, wo so aussehen. Schulter nach vorne, Kopf ist ein bisschen nach vorne verlagert, kommt eben auch sehr oft daher, dass man viel zu oft sitzt im Verhältnis, viel zu oft sitzen anstatt stehen und liegen. Und in dem Moment geht der Körper nach einer gewissen Zeit, wenn er morgens so sitzt und mal einen Mensch findet, dann werdet ihr merken, dass im Laufe des Tages immer weit nach vorne fällt, weil es anstrengend ist. Sitzen ist anstrengend. Vor allem dann, wenn die Rückenmuskulatur nicht funktioniert, vor allem dann, wenn sie energetisch nicht gut versorgt hat, zu schlechtes gegessen, Fastfood, was weiß ich was alles, alles keine artgerechte Ernährung, auch das zählt dazu bei. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, brauchen wir heute nicht. Heute geht es darum, was tue ich dagegen? Was mache ich dagegen? Genau, das ist eine Schultergürtelschwäche. Der hintere Schultergürtel, der ist zu schwach. Zwei Sachen müsst ihr machen. Erstmal dehnen, auch hier vorne die Hupen dehnen, Brustmuskel dehnen. So das ganze Gestell hier vorne aufdehnen, Latissimus, der hängt nämlich auch da unten drin. Der zündet ich auch ein bisschen darunter, den muss man dehnen. Also am besten gleich den ganzen Körper, nicht nur eine Muskelgruppe. Aber Brust und Latissimus und so die Geschichte ist schon mal wichtig. Jeden zweiten Tag mal ein Stretching einbauen, nicht im Training, sondern zu Hause geht natürlich auch. Ich wollte im ersten Leben Fluglotse werden, deswegen mache ich solche Sachen. Ja, genau. Ihr macht natürlich Stretching erstmal und dann, ganz wichtig, die Rotatorenmanschette, ihr Lieben, die Rotatorenmanschette. Wenn die Rotatorenmanschette funktioniert, Hammer. Brust nach oben, Schulter hinten. Arme genau seitlich im Körper. Funktioniert. Rotatorenmanschette, dann haben wir den hinteren Schulter, die hinteren Schultergürtel hier haben wir noch mit dabei. Dann können wir natürlich auch noch den Trapez im unteren Anteil trainieren. Zum Beispiel Rotatorenmanschette am Kabelzug mit der Kurzhantel hier auflegen. Das sind alles Dinge, die wir zusätzlich tun können. Jetzt ist gerade mein Kunde gekommen, der Martin. Der Martin muss kurz warten, ich sag's ihm gleich, beziehungsweise ich gebe ihm den Schlüssel, Martin. Der Martin hat schon einen Schlüssel. Martin hat schon einen Schlüssel, da geht es gleich hinten raus. Ich mache jetzt hier noch fertig. Also wie gesagt, nochmal mit der Kurzhantel den hier. Und dann schon mit das hier, den können wir noch machen. Stirnrudern können wir machen. Butterfly Reverse können wir machen. Und vorgebeugte Seite können wir machen. Ganz wichtige Übung, die könnt ihr mal mit einbauen. Und soll ihr den Schwachpunkt haben, denkt dran, ein Schwachpunkt, dann nehmt ihr nur einmal in der Woche, so einen Schwachpunkt sollte ich ein bisschen häufiger trainieren. Und am besten, wenn ich den Schwachpunkt trainiere, sollte ich den Schwachpunkt zu Beginn des Trainings trainieren. Warum? Weil ich dann mehr Power habe, mehr Fokus habe, konzentrierter bin. Wenn ich es zum Schluss mache, leidet es mal, so macht man schnell, schnell, schnell und fertig und dann hat es keinen Sinn. So, das war jetzt mal feuerfeierlieb zum Thema. Schonhaltung, energetische Schonhaltung haben sehr, sehr viele. Warum weise ich darauf hin? Weil es irgendwann mal, wenn man etwas älter wird, dann irgendwann so aussehen kann, sehr schmerzhaft werden kann, Bandscheibe, wo man natürlich auch in einer Stellung, wo sie nicht sein sollte, und das könnte in die Hose gehen. Deswegen wünsche ich euch jetzt, dass ihr ein bisschen drauf Rücksicht nimmt. Falls ihr noch Fragen habt, müsst ihr einen Personal Trainer fragen, das weiß ich. Bis dahin, Andreas Limbacher, Personal Karlsruhe, der keine Brustkyphose hat.